Herzlich willkommen wieder in Holland oder auch genannt Pure Niederland. Hier ist wieder euer Manuel Zackt mit im Schlepptau Gack gespielt und der Franken-Andi, so heißt er, glaube ich. Ich brauche nicht viel zu sagen, außer es geht weiter mit Rasenmähen. Ich suche immer noch jemanden, der hier helfen kann und möchte. Ihr zwei. Vielleicht kann ich dir gleich helfen. Ich gucke gerade mal, was meine Tiere machen und wenn es denen gut geht, gucke ich gleich noch, was meine Felder machen und dann kann ich dir sagen, ob ich Lust habe oder nicht. Apropos, du erinnerst mich gerade was an Tiere. Brauchst du Stroh? Entschuldigung. Hallo, das musste sein, tut mir leid. Hallo, übrigens auch von mir und auf dem Helferohr bin ich meistens taub. Aber ich würde dich natürlich gerne unterstützen, Manu. Mit Stroh? Ja. So, da wäre ich sofort dabei. Bei was brauchst du denn jetzt Hilfe? Also, entweder mähen, Gras wenden. Warte mal. Oder düngen. Moment. Dann tue ich Gras wenden. Hast du einen Wender? Ich glaube, nein, den muss ich kaufen. Dann nehme ich meinen mit. Okay. So. So, weißt du eigentlich jemand, wo der Fahrzeughändler ist? Der müsste doch irgendwo hier sein, oder? Dann müsstest du mir nur noch sagen, auf welchem Feld. Was machst du jetzt? Wenden. Okay, Feld 44. 44, 48, 47. Boah, sieht irgendwie groß aus. Ja, ich bin da selber noch drauf. Du musst ja nicht alles machen. Oh. Ja, der schmeißt jetzt schon Stroh. Also von daher brauchst du nicht viel zu wenden. Gut. Ich komme. Ja, ich wollte hier gerade wenden, weil ich mich verfahren habe, aber. Also. Zum Glück ist es nicht mein Mähwerk. Aber mein Traktor. Ja, der hat halt jetzt eine Beule, ne? Ja. Aber das passt ja dann zu dir. Ey. Du hast doch auch schon eine Beule, oder? Oh ja. Ich hoffe nicht, dass jetzt die Beule ist, die ich denke. Nee. Ich halte mich da mal dezent zurück und sag einfach mal, ich weiß nicht, was er meint. Weil ich bin ja immer lieb, brav und anständig. Ja. Genau. Ist nur die Frage, wann. Schwer zu sagen. Wenn ich schlaf, geht's meistens, aber meistens halt auch nur. Da fährt ein Big M. Genau. Ach, und hier, ups. Ach, und hier? Ach, und hier? Ach, und hier, ne, ich will gucken, ob das... Ach ja, das wird noch anders, gut. Dann machen wir gleich mal GPS da rein und... Ey, schneidet er mich einfach hier, so ein Bengel. Machen das ganz gemütlich. Ich glaube, der Gacki hat einfach nur meine Videobeschreibung beim letzten Mal gesehen. Ja. Was war da drin gestanden? Sag ich dir nicht. Das ist aber sehr freundlich von dir. Halt. Linien anzeigen. Ja. Jetzt ist die Frage, wo fängt denn das Feld an? Ja. Das ist gut. Nee. Ja, noch ein bisschen weiter hoch. Oh, es ist dieser Band. Oh, geil. Das hatte ich ja noch nie im Einsatz. Hä? Okay.
Dieses Kuhn, diesen Kuhnschwader. Und das ist der Kuhnschwader, ja. Diesen Bandschwader. Ach Ah, ja. ja, der ist nett. Den finde ich auch nicht übel. Gab es jetzt Ja, eigentlich bei der euch ist. eine Rückmeldung wegen der Produktion? Nee, aber es gibt wirklich einiges, was man so wohl drauf machen kann. Man muss dann nur die passende Verkaufsstelle dazu als Mod nehmen. Es gibt da wohl einen Modder, der relativ viel gemacht hat. Da kann man mal gucken. Der dann auch so ein Warenhaus als platzierbaren Mod hat, wo man die ganzen Sachen dann verkaufen kann. Ah ja. Das geht dann los von irgendwie Cookies über jetzt ganz neu Wodka, Apfelwein, ich weiß nicht. Es Wein gibt wäre ja sogar, was für ein Andi. was ich ganz, Ja. ganz witzig finde, was für mich wäre zum Beispiel die Lamborghini-Fabrik. Was? Ja, da musst du nur Diesel hinbringen und dann kommen Lamborghinis raus. Ah ja. Finde ich auch nicht Alles schlecht. klärchen. Ich weiß nicht, ob das so ganz real ist, aber nur gut. Ja, nicht wirklich. Aber wie gesagt, es gibt wirklich viele Sachen, wo man mal gucken könnte. Ja, ich denke mal, aber dieses Jahr werden wir das nicht mehr machen. Werden wir nächstes Jahr in Angriff nehmen, oder? Wollen wir gucken. Ich weiß ja nicht, der Andi, wir kennen ja die verrückten Franken und so. Und ich habe da irgendwas läuten gehört, dass der Verrückte dieses Jahr noch was vorhat. Der hat noch ganz viel dieses Jahr vor, aber. Ganz schmutzige Sachen, habe ich gehört. Was? Wieso? Davon weiß ich aber nichts. Ich bin anständiger, junger, Jetzt übertreibt das wieder. vernünftiger, netter, zurückhaltender Mann. Okay, Anni, Schluss. Brauchst nicht weiter übertreiben. Glaubt dir eh keiner. Was? Nur weil ich ein paar Tage nicht da bin? Oh, da bin, oder was? Nee, dass du anständig und grob bist. Achso. Man muss in deinem Kanal ganz einfach nur mal so ein paar andere Videos angucken. Welche andere Videos meinst du denn da jetzt so im Detail? Brauchen wir keine Details zu nennen. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Oh, das ist aber. Fremden Frauen hier einfach so unter dem Rock gucken und so. Was? Wie kann ich Wisst? denn da die Richtung wechseln? Bandschwader heben. Kann man da die. Arbeitsmodus 6 in STRG links und Z? Vielleicht? Nee, das ist Arbeitsmodus. Fahrtrichtung wechseln. Man muss doch da auch irgendwie die Seite ändern können, oder? Normal müsste es gehen, ja. Kannst du auch hier machen, dass er Arbeitsmodus links wechseln, rausschmeißt, Steuerung rechts links rausschmeißt Z. oder in der Mitte. Habe ich jetzt den Arbeitsmodus gewechselt? Sehr gut. Er hat was getan. Was hat er denn jetzt getan? Ah ja. Ja, da kriegen wir jetzt ganz viel Heu. Ja. Lass es schmecken. Gibt's bei denen nichts anderes zum Essen, oder? Vor allem musst du darauf achten, dass dein Heu nicht nass wird, wenn es gleich anfängt zu regnen. Das macht meine Heutrocknung schon. Aha. Du hast eine Heutrocknung? Ja. Sicher? Ja, er hat einen Föhn zu Hause, weißt Ach so. Ich dachte ein Streichholz. Ja, ist dann gleich trocken und aufgeräumt, ne? Ja. Herr Bär, Was?
Was glaubst du, wie handlich du da so einen Heuballen bekommst? Ja, das ist. Ja. Ich bin jetzt nicht mehr Herr Bär. Aber reagierst drauf. Ja, weil es ja hier mein zweiter Vorname ist. Du siehst vielleicht aus wie ein Bär, aber. Nicht so haarig, aber so deckert, ne? Kuschelbär. Ey, ich habe meine Nichte so ein, die hat, da war ich da heute zum Geburtstag feiern, ne? Und ich habe dir so ein Panda-Bär gekauft. Mhm. Und ich war ja in meinem Lieblingskaufhaus unterwegs, ne? Dieses komische, du weißt, welches Kaufhaus ich meine. Und da habe ich so ein Panda-Bär gesehen, 1 Meter groß. Und da habe ich gedacht, alles klar. Also du redest jetzt von dem Lieblingshaus Beate Use. Oder Orion. Eher weniger. Ja, du sagtest doch dein Lieblingskaufhaus. Das ist doch Beate Udo oder Orion. Warum? Also, den verstehe ich jetzt nicht. Ist egal. Wenn du auf dem Schlauch stehst, kann man auch nichts tun. Gacki, weißt du, was ich meine? Nö. Mein Gott. Mein Name ist Hase. Jetzt tut er so, als ob er nichts weiß. Ist schon klar. Ich sag auch nichts mehr. Ja, wir sind alle anständige. Ja, ist klar. Also der Gacki kann mir nicht erklären, dass er anständig ist. Denn Gacki kommt aus Hamburg, da kann man nicht anständig sein. Moment, ich wohne in Hamburg. Ich komme nicht aus Hamburg. Ja, von mir aus wohnst du denn da? Also weiß Gacki ganz genau, was ich meine. Ich weiß schon meine nächste Videobeschreibung. Müssen wir uns Sorgen machen? Nö. Okay. Auf jeden Fall habe ich den Panda dann gekauft, diesen 1 Meter großen Panda-Bären. Und ja, da hat sie sich dezent drüber gefreut. Das ist doch schön. Hast du Angst bekommen? Nee. Die steht ja voll auf Kuscheltieren, von daher hatte schon gepasst. Und der war halt genauso groß wie sie selber und es war halt schon sehr witzig. Also nächste Videobeschreibung heißt dann, Andi war in seinem Lieblingskaufhaus und danach hat er sich ein Teddy gekauft zum Kuscheln. Mhm. Spielzeug für zu Hause mitgenommen. Genau. Ja, was denn? Nix. Ich war schon überlegen, ob ich mich mute. Damit man die Schmerzensschreie vom auf die Zunge beißen nicht hört, oder was? Das ist aber schade. Ich weiß nicht, was du hast, also. Andi, was machst du eigentlich? Im Kreis fahren. Oder bist du schon wieder am Bäume fällen? Nein, ich mache Ballen für die Mission, die ich vor 15 Folgen angefangen habe. Aber in der ersten Folge, wo ich die Mission angefangen habe, bin ich ja ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Ich habe mir nochmal die Karte hier angeguckt und habe festgestellt, die Karte ist eigentlich ganz hübsch, ne? Also, es regnet. Es regnet, es regnet. Und bei mir scheint die Sonne. Aus dem Hintern? Das auch. Aber nur, wenn ich ohne Boxershort rumlaufe. Ah, nee! Ja. Nein, ich möchte dir kein Foto davon schicken. Ey, guck mal, jetzt habe ich wieder Gras, ne? Das ist doch zum Kotzen. Ja, weil es nass ist. Ist ja ganz normal. Ja, es regnet. Ja, das ist das komische Zeug, was da vom Himmel fällt. Ja? Ja.
Das ist, wenn die Feuchtigkeit über einen gewissen Punkt geht, mähst du eben Gras. Das ist jetzt schlimm, ich habe hier genug Heu liegen, also kannst du ruhig weitermachen, Gacki. So mache ich auch. Wie viel Taschengeld kriegst du überhaupt dafür? Keine Ahnung, was du zahlst. Ja, nix. Geizkragen halt, ne? Muss man warten. Nee. Ich glaube, so ein Fünfer reicht. 5000. Zu viel eigentlich, aber bevor man wieder rummeckert, bei Aufträgen kriege ich immer mehr. Ich erinnere mich da so. Ja, mich auch. Reichen dir denn 5000? Ja, Ja, das Schmerzensgeld geht. kann man es, glaube ich, durchgehen lassen, oder? Bin jetzt schon auf der dritten Seite von dem äußeren Viereck, das ich da wenden muss. Ja, ich mache das hier Jagt wie damit ein. seinem Big M durch die Gegend. Hup, und weg ist er. Ich mache das hier wie ein Profi hier. Ist ja unglaublich hier. Also, wenn ihr mal sehen wollt, wie Profis arbeiten, ne? Dann Dann müsst schaut ihr auf nicht beim meinen Kanal. Franken an die rein. Hallo? Was? Also, dieses Bandlaufwerk ist echt cool. Das gefällt mir. Aber ist es wirklich nur so klein? Ich dachte, das wäre viel größer. Oder gibt es davon ein kleines auch? Nee, ich meine, von dem gab es nur eins. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich dachte auch, aber das sieht jetzt hier von der Arbeitsbreite nicht olber viel aus. Oder vielleicht täuscht das auch, das kann natürlich sein. Mal. Schwader, 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 Schwader. Merchmax 9,1 Meter. Okay. Ja. Weil ich da mal zwei Bahnen zusammenlege und es sieht aber jetzt irgendwie gar nicht so viel aus. Vielleicht wächst ja das Gras jetzt endlich bei mir in die zweite Wachstumsstufe. Meinst du, wenn es ein bisschen regnet? Du Ja, musst machen aber wir so. vorher doch den Boden düngen, ne? Also, eine ordentliche Runde pinkeln wäre angesagt. Achso. Nö, das machen wir nicht. Ja, dann werden wir jetzt Oder hier. was auch gehen würde, du stellst den Manu hin und lässt ihn einfach mal ein bisschen reden. Da zieht sich das doch alles zurück nur. Schön. Während die beiden sich hier weiter gegen mich verschwören, mache ich schon mal den Anfang hier. Und genau, ich verabschiede mich von euch. Natürlich gerne Kommentare, Likes oder was wir für Produktionen mit reinnehmen können, sollen, damit es euch mehr Spaß macht. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Schaut rein beim Franken, Andi, dem ungehobelten Schweinewirt oder Kuhwirt. Und natürlich auch beim Gacke spielt, der heute seinen hilfsbereiten Tag hat. Ja, ich verabschiede mich. Ich wäre raus. Ja, ich sag auch vielen Dank fürs Einschalten. Der Manu hat ja schon gesagt, hier Leute, Däumchen da lassen, Kommentare, ganz wichtig. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, ne? Jo, die Jungs haben schon alles gesagt. Donnerstag geht's weiter hier. Schaut rein, schreibt, kommentiert. Lasst Däumchen da, lasst Abos da bei allen von uns. Und ja, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.